zum Thema Kerr-Matrix. Die quadratische Matrix 2,2, die auf dieser Diagonale 1 enthält, ansonsten 0, nennt man die Einheitsmatrix 2,2. Die Matrix 3,3, deren Elemente dieser Diagonale überall 1 sind, ansonsten überall 0, nennt man die Einheitsmatrix 3,3. Die Einheitsmatrix 4,4, das ist die Matrix, die auf dieser Diagonale, die man auch die Hauptdiagonale der Matrix nennt, überall 1 enthält und ansonsten überall 0. Warum nennt man solche Matrizen Einheitsmatrix? Weil, wenn man eine beliebige Matrix A mit der entsprechenden Einheitsmatrix E multipliziert, so gibt das als Ergebnis diese Matrix A. Ob man die Matrix A links mit E multipliziert oder rechts mit E multipliziert, spielt keine Rolle. Das Ergebnis ergibt die Anfangsmatrix A. Überprüfen wir das kurz in dem Beispiel hier. Wir suchen von diesem Matrizenprodukt das Element 1, 1. Also rechnen wir das Skalarprodukt von der ersten Zeile der ersten Matrix mit der ersten Spalte der zweiten Matrix. Das heißt 1 mal 1 plus 0 mal 3 plus 0 mal 2. Das macht 1. Suchen wir dieses Element, Element 1, 2 der Antwort. Wir nehmen also in der ersten Matrix die erste Zeile und in der zweiten Matrix die zweite Spalte. Das Skalarprodukt ergibt 1 mal 0 plus 0 mal minus 1 plus 0 mal 0, das heißt 0. Und so können wir schön überprüfen, dass diese Einheitsmatrix E eine Matrix multipliziert, indem sie nichts an dieser Matrix verändert. Deshalb nennt man die Einheitsmatrix auch das neutrale Element der Matrizenmultiplikation. Jetzt definieren wir die Einheitsmatrix NN. Die Einheitsmatrix NN, das ist die quadratische Matrix ENN, deren Elemente mit Delta IJ beschrieben werden können, wo Delta IJ gleich 1 ist, wenn I dasselbe ist wie J, und Delta IJ gleich 0 ist, wenn I und J verschieden sind. Dieses Delta-Symbol nennt man auch das Kronecker-Delta zu Ehren des deutschen Mathematikers Leopold Kronecker. Auf Französisch sagt man nicht le Delta de Kronecker, auf Französisch sagt man le symbole de Kronecker, das Kronecker-Symbol. Dieses Symbol bedeutet also, das Ergebnis ist 1, wenn I und J gleich sind, und das Ergebnis ist 0, wenn I und J verschieden sind. Schauen wir zum Beispiel für die Einheitsmatrix 3,3. Delta 1,1 ist 1. Delta 2,2 ist 1. Delta 3,3 macht auch 1. Hier Delta 1,2, das ist 0. 1 ist ja verschieden von 2. Hier Delta 1,3 ist auch 0. 1 ist ja verschieden von 3 und so weiter. Das Kronecker-Delta ist also ideal, um das allgemeine Element der Einheitsmatrix zu beschreiben. Jetzt folgt eine ganz seltsame Definition. Sei eine quadratische Matrix A mit Dimension nn. Die Matrix A hoch minus 1, die so erstellt wird, heißt Kerrmatrix von A, weil diese Matrix multipliziert mit A die Einheitsmatrix ergibt. Ob man jetzt A links mit dieser Matrix, die so definiert wird, multipliziert oder rechts, das spielt keine Rolle. Das Produkt ergibt in beiden Fällen die Einheitsmatrix E. Schauen wir, was hier steht für die Matrix A hoch minus 1. Angegeben ist die Matrix A. Man berechnet zuerst ihre Determinante und dann den Kehrwert dieser Determinante. Diesen Kehrwert, den gibt es nur, wenn die Determinante von A nicht 0 ist. Wenn die Determinante von A 0 ist, dann gibt es keine Kehrmatrix für A. Das heißt, dann gibt es keine
Matrix A hoch minus 1. Also wie man diesen Bruch bildet, wissen wir schon mal. Jetzt kommt diese Matrix. Das ist die transponierte Matrix der Matrix der Minore der Elemente aus der Matrix A. Das ist so schwierig zu verstehen. Schauen wir in einem Beispiel, dann wird es deutlicher. Wir haben hier die Matrix A, es ist eine quadratische Matrix, 3, 3. Rechnen wir zuerst die Determinante von A, das geht sehr rasch, weil viele Nullen in A drin sind, diese Determinante ergibt 4. 4 ist nicht 0, also können wir jetzt anfangen, diese Matrix hier zu bilden. Jetzt bestimmen wir diese Matrix zuerst einmal ohne dem Tilde, das heißt die Matrix der Minore. Wir bilden zuerst einmal den Minor von diesem Element. Das ist das Element 1, 1. Um diesen Minor zu berechnen, rechnet man zuerst minus 1 hoch 1 plus 1, machen wir das schon mal, und dann mal die Determinante, die übrig bleibt, wenn man die Zeile und die Spalte streicht, in denen dieses Element sich befindet. Also streichen wir die erste Zeile und die erste Spalte, dann bleibt diese Determinante übrig, die rechnen wir aus und diese Determinante macht 0. 0 mal 1 macht 0. Der Minor vom Element 1, 1 ergibt also 0. Wir werden jetzt die Matrix der Minore erstellen, das heißt, für jedes Element in der Matrix bestimmen wir jetzt den Minor. Der Minor vom Element 1, 1, das ist diese 0, also schreiben wir an der Stelle 1, 1 diese gefundene 0. Jetzt Minor vom Element 1, 2, von diesem Element da. Der Minor von diesem Element 1, 2, das ist minus 1 hoch 1 plus 2, so, mal die Determinante, die übrig bleibt, wenn man in der Matrix A die Zeile und die Spalte, die dieses Element enthalten, streicht. So. Die Determinante, die dann noch übrig bleibt, das ist 3, 0, 2, 0. Das ist diese Determinante da. Und das Produkt dieser beiden Faktoren ergibt 0, weil die Determinante 0 ergibt. Man bemerke hier, der Minor einer Zahl hängt nicht von dem Wert dieser Zahl ab, sondern nur vom Platz dieser Zahl. Das ist das Element 1, 2 und der Minor von diesem Element hängt nicht von der Zahl ab, die an dieser Stelle steht. Der Minor von dieser Zahl ist 0, also setzen wir an dieser Stelle den Minor von der Zahl, das heißt diese 0. Genau dasselbe machen wir jetzt für alle Elemente dieser Matrix. Wir suchen den Minor von dieser Zahl 2, das ergibt 2, schreiben wir dahin. Dann suchen wir den Minor von 3, das ergibt 0, diese 0 schreiben wir dahin. Und so weiter. So bildet man also die Matrix der Minore. Das ist diese Matrix, die hier gemeint ist. Und diese Matrix sollen wir jetzt noch transponieren. Das heißt, die erste Zeile wird zur ersten Spalte, die zweite Zeile wird zur zweiten Spalte und die dritte Zeile wird zur dritten Spalte. Tun wir das, die transponierte Matrix der Minore ist also diese hier. Die erste Zeile ist zur ersten Spalte geworden, die zweite Zeile zur zweiten Spalte und die dritte Zeile zur dritten Spalte. Somit haben wir schon mal berechnet, die transponierte Matrix der Minore, das heißt diese Matrix da. Und diese Matrix sollen wir jetzt noch multiplizieren mit dem Kehrwert der Determinanten von A. Die Determinante von A ist hier 4, also rechnen wir diese Matrix mal ein Viertel. Diese Matrix mal ein Viertel. Hier wird jedes Element der Matrix multipliziert mit ein Viertel und somit finden wir diese Matrix da. Es ist sehr leicht zu überprüfen, dass diese Matrix A hoch minus 1 mal diese Matrix A die Einheitsmatrix ergibt und auch andersrum, diese Matrix A mal diese Matrix A hoch minus 1 ergibt ebenfalls
die Einheitsmatrix. Das ist sehr leicht zu überprüfen. In GeoGebra kann man die Kehrmatrix einer quadratischen Matrix berechnen lassen. Das macht man wie folgt. Zuerst schaltet man unter Ansicht das Algebra-Fenster ein und dann nochmal unter Ansicht auch das Tabellenfenster. Ich habe hier schon zwei Zahlentabellen eingegeben. Anhand der ersten werden wir jetzt eine Matrix erzeugen. Ich habe diese Zahlen schon mal markiert. Jetzt Rechtsklick, Erzeugen, Matrix, Klick. Und schon erscheint diese Matrix im Algebra-Fenster, die ich dann ganz gerne umbenenne in Matrix A. Ist gemacht. Von dieser Matrix möchten wir jetzt die Kehrmatrix berechnen lassen. Dazu braucht man nur in der Eingabezeile groß A einzugeben für die Matrix A und dann hoch. Zum Hoch tippe ich das Hütchen. Hütchen ist aber noch nicht da. Ich habe aber drauf getippt. Wenn ich jetzt noch minus 1 hinten dran tippe, dann erscheint das Hütchen. Und durch einfaches Tippen auf die Enter-Taste erscheint dann hier im Algebra-Fenster die Kehrmatrix von dieser Matrix. Dasselbe für diese Tabelle hier. Wir markieren alle Zellen. Rechtsklick, Erzeugen, Matrix und schon ist die Matrix da. Durch Umbenennen heißt sie jetzt B und in der Eingabezeile braucht man nur einzugeben B Hütchen minus 1 Enter. Und sofort steht die Kehrmatrix von dieser Matrix B bereit. Auch per Taschenrechner kann man eine Kehrmatrix berechnen lassen. Ich habe die einzelnen Schritte schon mal hier notiert. Jetzt schalten wir den Taschenrechner hinzu, da ist er auch schon, und gehen diese Schritte jetzt mal durch. Zuerst gehen wir ins Menü und wählen das Feld Nummer 4. Ist gemacht. Jetzt möchten wir die Matrix A erzeugen, also wählen wir die 1. Wie viele Zeilen? Sagen wir mal, das hier ist die Matrix A aus unserer GeoGebra-Eingabe. Also, wir haben 3 Zeilen, sowie auch 3 Spalten. Jetzt steht die Matrix schon bereit, wir müssen nur noch die einzelnen Werte eingeben. Da steht hier, die Werte eingeben und jeweils mit der Enter-Taste bestätigen. Dann tun wir das. Geben wir ein, 3, Enter, 2, Enter, 5, Enter, 6, Enter, 7, Enter, 2, Enter, 9, Enter, 4, Enter und auch die letzte 3 muss nochmal durch Enter bestätigt werden. Jetzt sind alle Werte eingegeben, die Matrix A steht. Wir können jetzt unter verschiedenen Optionen wählen, was möchten wir damit machen. Deshalb tippen wir auf diese Taste Optionen. Wir möchten mit dieser Matrix eine Rechnung machen. Also wählen wir hier die Kategorie 3, ist gemacht. Jetzt steht hier im Display Matrix. Jetzt tippen wir nochmal auf Optionen, um zu sagen, mit welcher eingegebenen Matrix wir hier überhaupt arbeiten möchten. Es ist die Matrix A, die wir gerade eingegeben haben. Also tippen wir nochmal 3. Und von dieser Matrix A, die jetzt richtig eingegeben ist, suchen wir die Kehrmatrix. Und diese Kehrmatrix, bezeichnet mit A hoch minus 1, finden wir durch einfaches Tippen auf die Taste X hoch minus 1. Ich tippe drauf, Tipp. Jetzt steht hier A hoch minus 1. Jetzt brauchen wir nur noch auf die Ist-Taste zu drücken und schon erscheint die Kehrmatrix von dieser Matrix da. Es sind genau dieselben Werte, die hier angegeben sind, nur hier sind sie bis 2 Stellen hinter dem Komma angegeben, das kann man übrigens einstellen, und hier auf dem Taschenrechner sind diese Werte sogar in Bruchform angegeben, das heißt, dieser erste Wert minus 0,083, der ist minus 1/12. Dieser zweite Wert hier, das ist minus 7/78. Der dritte Wert, das ist 31/156 und so weiter. Das heißt, dieser Taschenrechner gibt sogar diese Werte
in Bruchform an. Kommen wir jetzt zu unserer allgemeinen Kehrmatrix zurück. Den Taschenrechner brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben eben in einem Beispiel gesehen, dass man die Kehrmatrix von einer quadratischen Matrix A so berechnen kann. Aber wieso ist denn eigentlich diese Matrix A hoch minus 1 mal die Matrix A gleich zur Einheitsmatrix E? Damit möchten wir uns jetzt beschäftigen. Und zwar starten wir dazu mit einer allgemeinen Matrix A, deren Elemente in Spalte I diese sind und deren Elemente in Spalte J diese sind. Wir starten hier mit I und J verschieden voneinander, das heißt, das sind zwei verschiedene Spalten. Jetzt bilden wir diese Matrix B, die überall genau dieselbe Elemente enthält wie A, außer in dieser Spalte hier, in Spalte Nummer J. Als erstes Element dieser Spalte setzen wir den Minor von dieser Zahl in der Matrix A. Man bemerke hier, dass der Minor von dieser Zahl in der Matrix A gar nicht von der Zahl selbst abhängt. Denn dieser Minor, das ist ja minus 1 hoch 1 plus J, mal die Determinante, die übrig bleibt, wenn man die erste Zeile und die J-Spalte streicht. Also dieser Minor hängt nicht von dieser Zahl ab, sondern nur von ihrem Platz. Der Minor von dieser Zahl hängt auch nicht von der Zahl ab. Dieser Minor ist ja minus 1 hoch 2 plus J mal die Determinante, die übrig bleibt, wenn man diese zweite Zeile und diese J-Spalte streicht. Auch dieser Minor hängt nicht vom Zahlenwert von A2J ab. Das macht man dann so weiter für die ganze Spalte bis zum letzten. An dieser Stelle, das heißt in dieser Matrix, schreiben wir den Minor von dieser Zahl in der Matrix A. Jetzt bilden wir noch eine dritte Matrix, diese hier. Wir starten wieder von der Matrix A, schreiben die gesamte Matrix ab, aber an der Stelle von dieser Spalte J schreiben wir jetzt die Spalte I, das heißt diese da. Diese Spalte schreiben wir jetzt hier ab. Und jetzt berechnen wir die Determinante von dieser Matrix C. Zuerst einmal die Determinante von dieser Matrix, die muss gleich 0 sein, weil doch diese zwei Spalten gleich sind. Wenn zwei Spalten genau gleich sind, dann muss die Determinante 0 sein. Man kann aber auch die Determinante berechnen durch die Regel der Minore und das anhand von dieser Spalte hier. Machen wir das mal. Wir rechnen jetzt die Determinante anhand der Spalte Nummer J. Also rechnen wir Folgendes. Wir rechnen diese Zahl mal Minor von dieser Zahl. Das heißt, wir rechnen diese Zahl mal die da. Plus diese Zahl mal Minor von dieser Zahl. Der Minor von dieser Zahl, das ist genau dieser da. Und das machen wir so weiter bis zur letzten Zahl. Also der letzte Term in der Summe, das ist diese Zahl mal ihr Minor. Die Determinante von C können wir also auf zwei Arten bestimmen. Die erste Art ist, die Determinante muss 0 sein, weil diese zwei Spalten gleich sind. Und die zweite Art ist, die Regel der Minore mit dieser Spalte berechnet. Diese Summe hier ergibt auch die Determinante von C. Also muss diese Summe da gleich 0 sein. Das halten wir hier mal fest. Diese Summe schreiben wir um mit dem Summenzeichen. Es ist die Summe solcher Produkte. Hier haben wir für die Matrix A zwei Stellen und für die Matrix rundes A ebenfalls zwei Stellen. An der zweiten Stelle bei A, da steht I. Da stimmt I, I, I überall. An der zweiten Stelle für rundes A, da steht J. Schauen wir nach. J,
J, J überall. Stimmt. Und an der ersten Stelle für A, so wie auch an der ersten Stelle für rundes A, steht eine selbe Zahl K. Und diese Zahl K variiert von 1 bis N. Schauen wir nach. 1, 1, 2, 2 und immer so weiter bis N, N. Das stimmt auch. Und diese Produkte werden auch summiert. Da steht überall ein Plus zwischen. Also diese Summe wird einfach so geschrieben. Wir wissen jetzt also, dass diese Summe gleich 0 sein muss. Diese Summe ist ja die Determinante von C und die ist gleichzeitig 0. Also muss diese Summe gleich 0 sein. Diese Überlegung, die wir hier gemacht haben, stimmt aber nur, wenn I verschieden ist von J. Wenn I verschieden ist von J. Und was ist mit dieser Summe, die da nochmal abgeschrieben steht? Wenn I und J gleich sind, sagen wir mal, statt I stünde hier J, dann haben wir da J und da J, dann sind sie gleich. Dann steht hier die Summe solcher Produkte für K von 1 bis N. Hier steht dann A 1J mal rundes A 1J. Das ist diese Zahl A 1J mal rundes A 1J. Das ist also diese Zahl mal ihr Minor. Plus, jetzt wird K2. Dann steht hier A2J mal rundes A2J. Also A2J mal Minor von diesem A2J in dieser Matrix A. Und immer so weiter bis zum letzten Term, wenn Kn ist. Wenn Kn ist, dann steht hier Anj mal rundes Anj. Also steht dann hier als Produkt diese Zahl Anj mal ihr Minor rundes Anj in dieser Matrix A. Also das, was hier steht, wenn I dasselbe ist wie J, das ist ganz genau die Determinante von A, die hier berechnet wurde anhand der Minorenregel durch die Spalte J. Also diese Summe ist gleich 0, wenn I und J verschieden sind. Und genau dieselbe Summe ist gleich zur Determinante von A, wenn I und J gleich sind. Und genau diese Eigenschaften werden wir benutzen, um diese Formel hier zu beweisen. Wir werden anhand von diesen zwei Eigenschaften beweisen, dass diese Matrix A hoch minus 1 multipliziert mit der Matrix A die Einheitsmatrix ergibt. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. A hoch minus 1 mal A, allgemeines Element IJ von diesem Produkt. Legen wir los. A hoch minus 1 ersetzen wir zuerst einmal durch das, was es ist. Hier aus der Definition. Okay, ist gemacht. Diese Zahl 1 geteilt durch die Determinante von A, die kann selbstverständlich aus den Klammern raus. Denn um eine Matrix mit einer Zahl zu multiplizieren, multipliziert man jedes Element dieser Matrix mit dieser Zahl. Deshalb darf dieser Bruch schon mal da raus. Und dann bleibt hier noch das allgemeine Element IJ von diesem Matrizenprodukt. Dazu wenden wir sofort die Definition von diesem Matrizenprodukt an und sagen, wir haben eine Summe für Index K von 1 bis N von. Wir schreiben die Matrizensymbole. Zuerst die Matrix A tilde mit zwei Indexstellen, dann die Matrix A ebenfalls mit zwei Indexstellen. Das Linienindex schreiben wir an erster Stelle. Das Spaltenindex schreiben wir an letzter Stelle. Dann sind zwei Stellen frei. Da setzen wir den Lückenbüßer K ein und summieren auf diesen Lückenbüßer. So beschreibt es die Definition eines Produktes von zwei Matrizen. Das, was hier steht, das ist eine Zahl. Und das, was da steht, das ist auch eine Zahl. Die Multiplikation von zwei reellen Zahlen ist kommutativ. Also dürfen wir diese Zahl nach hinten setzen. Und hier steht das Element IK
von der transponierten Matrix von Rundes A. Das ist genau dasselbe wie das Element KI von der Matrix Rundes A. Also dürfen wir das so umschreiben. Denn eine Matrix wird doch transponiert, indem man Zeilen und Spalten vertauscht. Das ist hier gemacht worden. Und diese Summe, die da steht, das ist genau die Summe, die hier oben steht. Gut, zuerst steht das J da und dann das I. Hier ist es andersrum. Aber dann lesen wir da eben, wenn J nicht I ist. Und hier lesen wir, wenn J wohl I ist. Das heißt, diese zwei Summen sind ganz genau dieselbe wie diese da. Diese Summe hier, die ist also gleich 0, wenn I und J verschieden sind. Und sie ist gleich zur Determinanten von A, wenn I und J gleich sind. Also können wir diese Summe hier ersetzen durch Determinante von A mal Delta IJ. Da ist es wieder, das Kronecker-Delta. Wieso ist diese Summe jetzt gleich zu dem da? Weil, wenn I und J verschieden sind, dann ist Delta IJ ja 0. Dann ist das 0 mal die Determinante von A, also dann ist diese Summe da gleich 0 mal Determinante von A, das heißt 0. Stimmt. Und wenn I und J gleich sind, dann ist Delta IJ gleich 1. Und 1 mal die Determinante von A, das ist dann die Determinante von A. Und wenn I und J gleich sind, dann ist diese Summe effektiv die Determinante von A. Also stimmt das hier, dass wir diese Summe so umschreiben dürfen. Und jetzt dürfen wir noch durch die Determinante von A kürzen und finden somit als allgemeines Element von dieser Matrix das Delta IJ. Das heißt, das allgemeine Element der Einheitsmatrix. Somit haben wir also bewiesen, dass a hoch minus 1 mal a genau die Einheitsmatrix ergibt, wo a hoch minus 1 genau so definiert ist. Also, wenn die Determinante von a verschieden ist von 0, dann wird ihre Kehrmatrix so bestimmt. Und wenn die Determinante von A wohl 0 ist, dann gibt es keine Kehrmatrix für diese Matrix A. Übrigens, wenn eine quadratische Matrix eine Kehrmatrix hat, dann hat sie diese und keine andere. Das heißt, es gibt eine und eine einzige Kehrmatrix für eine Matrix A. Das werden wir jetzt noch schnell beweisen. Wenn die Determinante einer quadratischen Matrix A verschieden ist von 0, dann gibt es eine Kehrmatrix, eine und eine einzige. Dieses umgedrehte E, dieses große E in Spiegelschrift, bedeutet es gibt. Und wenn man dahinter ein Ausrufezeichen schreibt, dann bedeutet das, es gibt ein und ein einziges. Oder hier, es gibt eine und eine einzige Kehrmatrix. Das ist also ein offizielles Symbol, das bedeutet, es gibt ein und ein einziges. In dieser Formel hier sind also zwei Sachen zu beweisen. Zuerst mal die Existenz der Kehrmatrix und zweitens die Einzigkeit der Kehrmatrix. Für die Existenz sind wir sehr schnell fertig, denn da ist ja eine. Wenn die Determinante von A nicht 0 ist, dann ist das hier effektiv eine Kehrmatrix von dieser Matrix A. Das haben wir eben bewiesen. Jetzt bleibt noch die Einzigkeit. Wenn es eine gibt, gibt es dann keine andere. Wie so oft, um die Einzigkeit zu beweisen, nimm einmal einfach an, dass es zwei gibt und beweis dann, dass sie gleich sein müssen. Also nehmen wir mal an, wir haben eine erste Kehrmatrix von A und hier eine zweite Kehrmatrix von A. Das bedeutet also, A1 hoch minus 1 mal A ist die Einheitsmatrix und A mal die zweite Kehrmatrix von A ist auch die Einheitsmatrix. Wir werden daraus beweisen, dass diese zwei Kehrmatrizen gleich sein müssen. Und deshalb starten wir hier mit A1 hoch minus 1. A1 hoch minus 1, das ist, natürlich ist diese Matrix dasselbe wie diese Matrix mal die Einheitsmatrix.
Und diese Matrix E können wir ersetzen durch A mal A2 hoch minus 1, weil es in der Hypothese steht. Jetzt schauen wir uns dieses Produkt an, A1 hoch minus 1 mal A. Dieses Produkt ergibt die Einheitsmatrix, weil es in der Hypothese steht. Also dieses Produkt, das ist die Einheitsmatrix. Bleibt also übrig, Einheitsmatrix mal diese Matrix. Und durch die Definition der Einheitsmatrix macht das diese Matrix. So haben wir also bewiesen, dass die erste Kehrmatrix von A gleich sein muss zur zweiten Kehrmatrix von A. Und somit ist die Einzigkeit gesichert.